Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Potion Permit. Wir sollen zum Gasthaus, denn es gab einen Erdrutsch. Oh, ist schon wieder was los. Ja, da muss sich auch mal dringend drum gekümmert werden. Wie auch der Meinung. Hey, Lenfia. Wie gefällt dir das neue Gebäude? Sieht es nicht fantastisch aus? Reiner hat geholfen und allerlei wichtige Dinge eingebaut. Ja, Stieg. Oh Gott. Du hörst dir dieses Geräusch klar und deutlich, ha? Nicht wahr? Ja, höre ich. Ich lasse die Sirene ertönen, wenn einer unserer Einwohner krank wird und hergebracht wird. So weißt du immer sofort Bescheid, dass du einen neuen Patienten hast. Oh, das ist cool. Hallöchen, Alchemie-Genie. Ich hoffe, du bist mit meiner Arbeit zufrieden. Ich bin dann hier fertig, schätze ich. Zeit zu gehen. Danke für deine Hilfe, Rainer. Ja, gern geschehen, Bürgermeister. Alchemie-Genie, und nun entschuldigt mich bitte. Zudem müssen wir auch noch. Wir brauchen auch noch Sachen für unsere Bleibe. Wie wunderbar, dass du jetzt einen Ort hast, an dem deine Patienten geheilt werden können und genesen können. Ich werde allen sagen, dass sie herkommen können, wenn sie krank sind. Bitte behandle jeden Einzelnen mit größter Umsicht. Ja, mach ich. Ich vertraue dir. Bitte enttäusche mich nicht. Wenn du versagst, nun, wir hier sind alle eine große Familie. Wenn du einen von uns verletzt, verletzt du alle. Bloß kein Druck. So, ich muss mich auf den Weg machen. Hab einen guten Tag, Lenfia. Wow, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch einen guten Tag haben kann nach so einer Ansprache. Schauen wir mal. Huch. Klinik freigeschaltet. Jipp. Huch. Einwohner von Mondburg, die krank sind, werden automatisch in die Klinik gebracht. Wenn das passiert, wirst du am Morgen von einer Sirene und einem Stroboskoplicht darüber informiert. Du kannst deine Klinik im Bauen und Einrichten auch verbessern. Jede Verbesserung kommt dir und deinem Patienten zugute. Ja, das würde ich auch gerne. Okay, immerhin haben wir jetzt hier einen schönen Schreibtisch und ein Skelett und so. Schon süß, oder? Sieht jetzt, glaube ich, ein bisschen besser aus als vorher. Aber immer noch sehr schäbig. Na gut. Ich würde da nicht hingehen in so eine Klinik, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, da würde ich lieber in die Hauptstadt fahren. So, wir wollen zum Gasthaus. Bäh. Doof, dass man hier mal nirgendwo durchkommt. Ich weiß gar nicht, wer uns da eigentlich helfen soll. Und wie kommen wir überhaupt auf die Idee? Ja, oder? Was für eine Schande. Das finde ich auch voll ein Runenherz. Hey, Lenfia. Was ist hier los? Worüber wir reden? Ja, über die Fischernetze, die wir in der Windrose gekauft haben. Ich bin eine langjährige Kundin. Ich benutze die Netze, um, schwere Schmiedeausrüstung zu transportieren. Und unser Polizeirevier verwendet sie, um auf Patrouille wilde Tiere einzufangen. Sie sind extrem reißfest. Zu schade, dass sie nur so selten im Angebot haben. Das ist ja schade, wir brauchen die nämlich auch. Ich verstehe das ja, es ist sicher nicht einfach, so hochwertige Netze herzustellen. Wenn sie doch nur mehr produzieren könnten, dann wäre uns allen geholfen. Wohl wahr, Fräulein Runenherz. Du schaust so interessiert, Lenfia. Hättest du auch gerne eins? Ja, tatsächlich. Dann musst du zur Windrose. Aber ich bezweifle, dass du eins bekommst. Viel Glück. Schauen wir mal. Huch, hier ist gar keiner. Alle weg. Zur Windrose, ja? Na denn, gehen wir doch mal zur Windrose. Wenn wir zwischendurch Leute treffen, würde ich auch ein bisschen quatschen. Wie dir. Hallo, Helen. Hallo, Schatz. Ich bin Helen. Wenn du Spiele magst, haben wir welche in der Arcade-Halle. Diese Spielautomaten. Ich reinige sie, dann können sie wieder schmutzig werden. Okay. Das ist ja interessant. Und du, Osman?
Ich bin ja schon in Streife gegangen, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Ich gehe nochmal hier lang, nur zur Sicherheit. Du liest ein Buch. Entschuldige mich bitte, Lenfir. Du liest ein scheiß Buch. Der lügt uns an. Soll doch sagen, dass er nicht mit uns reden will, wenn er lieber lesen möchte. So, natürlich. Ist jetzt auch nicht nötig, uns hier anzulügen. Vielleicht können wir erst... Na, vielleicht können wir gar keine Kleidung kaufen. Ich habe gerade überlegt, ob wir vielleicht mal Kleidung kaufen können, wenn die uns lieber haben, aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kann man wirklich nur die Farbe ändern. Ah nein, das geht doch gar nicht. Mist, der Pfeil hat mich in die Irre gedrängt. Geführt. Ich will endlich angeln. Ich hätte wirklich gerne nicht nur so ein blödes Netz, ich hätte gerne Angeln. Ich möchte wissen, wie das hier im Spiel funktioniert, das Angeln. Ich liebe Angeln in Videospielen. Ich will. Ach, hier bei der Strandbar waren wir auch noch gar nicht. Wann hat die offen? Hat die jetzt offen? Hey, hey, du da! Du da! Macht ihr Maiskolben geil? Guten Tag, Lenfir. Oh, wie unhöflich von mir. Mein Name ist Martha. Niemand in Mondburg ist absichtlich unfreundlich, weißt du? Kümmer dich nicht drum. Sie brauchen nur ein bisschen mehr Zeit. Und Ottmar? Oh. Sei gegrüßt, Lenfir. Es muss schwierig gewesen sein, Alchemie-Genie zu werden. Naja, ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Dankeschön. Darf ich die heiraten? Ich würde die wirklich gern heiraten. Aber die ist wahrscheinlich mit dem hier zusammen. Oder auch nicht. Ottmar sagen Hi. Na, vielleicht auch nicht. Ottmar mögen Alchemie-Genie nicht. Leano mögen Alchemie-Genie nicht. Wer ist Leano? Ottmar mögen gegrillten Mai. Was? Ah, für Leano. Ich frage ja nach seinem Rezept. Ottmar sollen mehr Fische heute fangen. Okay, schon mag er uns. So, wann habt ihr offen? 15 bis 3. Okay. Heute auch? Geöffnet? Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag. Oh Mann, oh, ich verpasse hier immer die Tage. Ist ja wirklich über Stardew Valley, da habe ich auch mal alles verpasst. Okay. Hallo. Willkommen in der Windrose. Oh, du bist das. Blaue Jacke? Was brauchst du? Ich brauche ein Netz. Ein starkes Fischernetz, ja? Die sind ausverkauft. Ach. Oh, nö. Guck mich doch nicht so an. Wenn es dir so wichtig ist, frag Ottmar in den ersten Stock. Er hat sie immer hergestellt. Vielleicht ist es ja noch eins übrig. Wenn die Gezeiten dir wohlgesonnen sind. Okay, ich frag nach. Unsere Netze sind ganz schön belebt. Ach. Scheinbar. Hallo, Ottmar. Huch, sehe ich jetzt erst, dass er ein Holzbein hat. Hallo, Lenfir. Warum du Ottmar besuchen? Ich brauche ein Fischernetz. Du wollen Ottmars gute Stahlfischernetze? Viele Leute wollen Ottmars Netze. Ottmar glücklich. Aber Ottmar haben nur noch das eine. Nicht verkaufen. Aber vielleicht mit Lenfir tauschen? Ottmar brauchen Sachen für das Strandcafé, Honig und Gewürze für leckeren Mais. Haben wir vielleicht sogar? Hier, Ottmar haben meine Liste. Wenn Lenfir Sachen bringen, bekommen Ottmars letztes Netz. Okay. Ottmar warten und wünschen Glück. Sollten wir hinkriegen. Honig, was? Honig, Basilikum und Pilz. Wir brauchen nur noch ein bisschen Honig und Basilikum. Okay. Das kriegen wir hin. Wieso ist hier zu? Samstag geschlossen. Das erklärt's. Komm mal mit, Honi. Hier haben wir jetzt ein Teleportnetz, dann gehen wir doch mal Sachen holen, würde ich sagen. Hui. Und so viel ist das jetzt im Endeffekt nicht, was wir da brauchen. Moment. Honig. Honig, gab es das auf dem Baum oder von dem Bärchen? Ich bin mir nicht sicher. Honig vom Bären ist irgendwie ein bisschen klischeehaft. Jetzt wären das hier alles Puhbären, die rumlaufen. Basilikum, war das da oben? Gucken wir mal. Ja, ich glaube, das war der Basilikum da oben. Sieht zumindest nach Basilikum aus.
Sehr schön. So, dann haben wir den sogar schon vollständig. Wir nehmen die hier aber auch noch mit. Sonst haben wir selber keine mehr. Oh, das, Entschuldigung. Das wollte ich gar nicht. Das war Kollateralschaden. Ich, sorry. So, Honig. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir Honig herkriegen. Vielleicht doch von den Bären. Hi, es tut mir so leid. Ich wollte das nicht. Das ist mir kein Vergnügen. Bärentatze haben wir gekriegt. Nee, kein Honig. Was kriege ich denn von euch? Aua. Mach mal. Nischt. Bäh. Geh weg. Honig. Okay, tatsächlich vom Bären. Okay, ist ein bisschen seltsam, aber gut. Vom Bärchen kriegen wir die. Nehmen wir das hier auch nochmal mit. Ein Honig brauchen wir noch. Aber ich glaube, ein paar Beeren dürften hier rumrennen. Zitronenmelisse. Sehr schön. Da oben war doch eigentlich immer ein Bär. Ist der noch da? Spawnen die immer gleich? Ich weiß es nicht. Scheinbar nicht. Hier oben können wir nochmal schauen. Ach, hier war ich ja gerade. Nee, der Bär ist auf jeden Fall nicht da. Dann gucken wir da links noch. Hier war, glaube ich, auch mal einer. Nee, heute nicht. Nee, tatsächlich nicht. Ha. Oh, da ist er. Aua. Bäh. Bäh. Ich sollte auch mal räumen, ne? Das könnte vielleicht auch helfen. Oh, sehr schön. So, und Huni hat Hunger, habe ich gerade gesehen. Komm mal her, meine Maus. Du kriegst Fleisch. Ja, Huni haben wir bald überzeugt. Huni mag uns so langsam. Und einmal streicheln. Ja, feiner Hund. Feiner Hund. So, wenn wir schon mal hier sind. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie lange hat denn das Schiff da offen? Wahrscheinlich auch nicht so lange. Aber ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, dass vielleicht morgen schon mal die Sirene losgeht und wir einen Patienten haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt jeden Tag passieren wird oder ob das nur manchmal so ist. Aber ich freue mich schon sehr dann auf unseren ersten Patienten, der dann so kommt. Ich hoffe immer noch drauf, dass das jetzt vielleicht nur einmal war, dass uns der Trank direkt vorgeschlagen wurde. Ich würde das eigentlich gerne selbst machen. Ich würde eigentlich sehr gerne selbst rausfinden, welche Tränke für wen angebracht sind und für wen nicht. Aber mal gucken. Ich wollte es da quasi den Casual-Spielern wieder ein bisschen leichter machen. Und haben das halt, ja, sich dagegen entschieden, das so zu machen. So, ihr beiden. Hä? Oh, ein neues Gesicht an Bord. Oh, andere Kennenlernszene. Ha, hast du schon mal geangelt? Nee, noch nicht, aber ich würde gern. Ah, das überrascht mich nicht. Okay, hat schließlich seinen Grund, dass ihr Stadtleute eure Fische bei uns kauft. Was? Na denn, hier ist ein Willkommensgeschenk. Eine Angel? Du brauchst eine gute Angelrute und einen vernünftigen Köder, um was zu fangen. Komm in meinen Laden, wenn du noch was brauchst. Auch ein bisschen schäbig, ne? Auch ganz schön viele Löcher und so. Und jetzt entschuldige mich. Im Wasser warten Fische auf mich. Haben wir eine Angel bekommen? Oh, normale Angelrute erhalten. Oh, wie cool ist das denn? Wir können angeln. Ich will sofort. Kann ich einfach irgendwo... Ich weiß gar nicht, wie man angelt. Warte mal. Nee, hier wahrscheinlich nicht. Okay, vielleicht muss ich da woanders hin. So, Ottmar. Ottmar beschäftigt. Ottmar müssen arbeiten. Ich hab da was... Warte. Da. Und los. Ha, Lenfir. Du haben alles? Juhu. Wir gehen zu Ottmar. Wir kriegen ein Netz. Sehr schön, dann können wir den Erdrutsch wegmachen und sehen auch sofort eine neue Karte. Wunderbar. Hier das Netz. Fischernetz gehören dir. Ottmar, hoffen Lanfir glücklich. Ja, sehr. Sehr schön. Bald haben wir den Erdrutsch beseitigt, wenn es so weitergeht. Ich würde gerne nochmal hier... Nee, Shop wollte ich eigentlich. Beim Klabautermann, was schaust du so? Das ist wohl das erste Mal, dass du eine alte Seebärin siehst, was? Ich bin Lerno. Das ist mein Laden am Strand. Warte mal.
Was suchst du hier, Lenfir? Wenn du versuchst, diese ruhigen Gewässer aufzumischen, werfe ich dich über Bord, klar? Okay. Entschuldigung? Nee, ich wollte in den... Ach, Manu. Nichts nutzt. Wie wär's mit Arm drücken? Haha. Dir werde ich deinen Anker lichten, Landratte. Du hast keine Chance. Wollte ich gar nicht. Ich wollte in den Shop. Ja, so. Ich glaube, die hat uns auch welche gegeben, aber ich hole mal gleich noch welche dazu. Ich weiß nicht, wie viele Köder sie uns gegeben hat. So, sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, warte, ich sehe es. Ich sehe es. Ja, da können wir angeln. Oh mein Gott. Schnell. Drei Fische steht da. Keine Ahnung, warum da eine Anzahl steht, ehrlich gesagt. Erforderlich verbesserte Angelroute und Hyper... Okay. Wir müssen den richtigen Angelplatz finden für unsere schäbige, einfache Angelroute. Und unsere normalen Würmchen. Dann gucken wir doch mal. Ich glaube, hier in der Stadt war auch ein Angelbereich. Wenn ich mich nicht irre. Hier war nichts, ne? Nö, immer noch nicht. Okay. Ist okay. Ich glaube, da unten, da ein Fisch. Gucken wir mal. Oh. Der Victor. Ja, ich habe eine fantastische Voodoo-Puppe gebastelt. Sie ist mein Schatz. Kenos liebt sie ebenfalls. Okay. Derek, wie geht's dir so? Uns wurde berichtet, dass du dich in letzter Zeit am Rathaus herumgetrieben hast. Was genau suchst du? Ich rede mit Leuten und so. Ich arbeite für den Bürgermeister, okay? Na gut. Hier geht's. Ja, an einem Angelplatz kannst du verschiedene Fischarten fangen. Um Fische zu fangen, wirf deinen Köder aus und beweg ihn auf die unruhige Wasserstelle zu, um Fische anzulocken. Wenn einer angebissen hat, erscheint ein Ausrufezeichen. Wenn du einen Fisch an der Angel hast, wird er sich wehren. Du musst deine Angel gut festhalten, wenn der Fisch sich wehrt, um ihn dann schließlich zu fangen. Wow. Ich weiß gar nicht, wie. Mit K? Ich weiß es nicht. Okay. Oh, jetzt wird's rot. Puh. Okay, jetzt müssen wir bei Dinkem. Ist er bockig? Okay, ich verstehe. Ich verstehe jetzt. Okay, nee, eher wie bei Spiritfarer. Ja, sehr Spiritfarer-mäßig. Sehr schön. Mochte ich das Angelsystem. Ja. Wir haben einen Aal gefangen. Ach, wie süß. Komm, machen wir nochmal. Ich will nochmal. Warte. Ich würde gern den hier fangen, den hier unten. Genau. Süß. Voll süß mit dem Schöpfzeichen und auch das blutende Symbol hier voll niedlich gemacht. Sehr schön. Mag ich sehr. Ich mag das Spiel sehr. So viele liebevolle Details. Eine Garnele haben wir gefangen. Kann ich nochmal? Oh, hier ist ja gar keiner mehr. Huch, das war nichts. Moment. Ich würde gerne die in der Mitte, genau. Schön gemacht. Auf jeden Fall ein leichteres Angelsystem als das damals bei Stardew Valley. Da haben ja viele gekotzt. Ich fand's gut, aber war natürlich um einige schwieriger. Vor allem später. Also die schwierigeren Fische dann. Vor allem die Special-Fische, die man da hatte. So, was haben wir jetzt? Eine Sardine. Okay, lassen wir es erstmal gut sein. Aber wir kriegen gar nicht die Dinger. Wir kriegen dann so weißes Fleisch und so, okay? Zecke. Alchemie-Genie. Magst du Katzen? Ja. Das solltest du. Mag ich auch. Ich liebe Katzen. Ich wünsche, wir könnten auch darauf antworten, ehrlich gesagt. Das hätte ich noch schön gefunden. So, die Runenherz. Hey, du bist also das Alchemie-Genie? Du bist kleiner als gedacht. Ich bin Runenherz und schon bald die legendäre Schmiedemeisterin von Mondburg. Okay. Hey, Alchemie-Genie. Deine Axt sieht stumpf aus. Du solltest dich besser um sie kümmern, okay? Okay, ich werde es versuchen. Danke für den Hinweis. So, es ist Abend. Ja, was können wir jetzt noch Schönes machen? 18:20 Uhr. Oh, dich hatten wir noch gar nicht. Ach doch, das ist die Bürgermeisterfrau. Guten Tag, Lenfir. Oh, da ist auch Hu. Oh. Wenn jemand unhöflich zu dir ist, nimm es nicht persönlich, ja?
Ich hoffe, du magst diese einfache Stadt. Hallo, wie ist dein Tag so? Ja, ganz gut. Danke der Nachfrage. Ich würde gern zu Ru. Wo ist denn die hingelaufen? Wahrscheinlich nach Hause, ne? Ist ja auch schon spät. Wo wohnen die denn? Na, hier wahrscheinlich eher nicht. Hier ist Opalherz, okay. Nicht Ruhenherz. Oh, schade. Ich weiß leider nicht, wo die wohnt. Hier ist keiner. Die werden ja nicht im Rathaus wohnen, nehme ich mal an. Oh, hier dürfen wir gar nicht mehr rein. Okay. Ist wahrscheinlich schon ein bisschen spät. Ah, hier! Meyers Haus. Ach, oh, wie geht's dir? Du bist es. Herzlichen Dank für deine Hilfe. Ich bin Ru, die Tochter des Bürgermeisters. Schön, dich wiederzusehen. Finde ich auch. Achso. Lenfir, was ist deine Lieblingsfarbe? Türkis. Meines Rot. Ja, Rot finde ich auch schön. Aber Türkis noch besser. Schön hier. Oh, schon cool. Sehr, sehr liebevoll alles gedesignt und gemacht. Sehr, sehr. Ich liebe es. Ich hoffe so, dass auch bald das neue Spiel von dem Stardew Valley-Macher, also von Chucklefish, da rauskommt. Chucklefish war ja nur der Publisher, also von Consent Ape, dem Entwickler. Ich hoffe da sehr drauf, dass da noch, ja, der Haunted Chocolate bald kommt. Da habe ich auch so Bock drauf. Das wird toll. Freue ich mich drauf. Aber jetzt gerade finde ich das hier auch wunderbar. Also wirklich, also wenn man Stardew Valley früher mochte, dann ist das hier wirklich, wirklich ein Leckerbissen. Und ich habe schon lange wieder noch sowas wie Stardew Valley halt gesucht. Und das hier erfüllt komplett meine Wünsche. Meine Vorstellungen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist auch alles von Stardew Valley abgekupfert, ist doch scheiße. Kann man gleich Stardew Valley spielen, aber nee, finde ich nicht. Also hier ist sehr viel Eigenes drin. Ich finde nicht, dass das hier irgendwie, ja, dass man sagen kann, ja, dann spiele ich lieber gleich quasi das Original. Total Quatsch, das ist ja ganz anders. Es sind viele Komponenten, die ähnlich sind, was ich auch sehr begrüße halt, wie gesagt. Aber auch sehr viel Eigenes. Und der Grafikstil ist natürlich auch ein ganz anderer. So, würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Folge mal etwas kürzer, aber es ist auch schon spät hier. Oh, gut, dann, ja. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.